herzlich willkommen zu einem neuen Part Battlefield Bad Company. Und nachdem wir in diesem Part so richtig gefailt haben, in dem letzten, versuchen wir es jetzt mal etwas gescheiter. Vielleicht war es witzig, ich kann es schlecht beurteilen, weil ich halt der war, der immer das ganze Scheiß nochmal machen muss. Ja, da sieht man, ist unsterblich. Moment, ich hab doch... Komm schon, ey, Junge, da, das wollte ich. Oh. Ne? Da lebt doch noch jemand. Hä? Junge, ich baller die ganze Zeit da... Ja, jetzt steht der Nachladen. Nee, danke. So, ja, jetzt kann ich nachladen. Wie viel habe ich getroffen? Eine Person. So viel zur Zielgerichte. Hallo? Ey, Mann, ich spiele, glaube ich, zu viel Half-Life. Nein, ich habe schon wieder R gedrückt. Ich glaube, ich lerne es nie. Wer ist da noch? Wer ist da noch? Da ist noch jemand. Machen wir es professionell mit einer Granate. Und noch viel professioneller von hinten. Oh, nicht hinten, nicht hinten. Oh, ich vergaß, die Gegner spawnen hier, ja. Hab ich schon gesagt, dass ich in solchen Spielen nicht der Beste bin. Was man vielleicht an meinem dauerhaft roten Bildschirm sieht. Und da hat er sich die Dauer verkacke. Und wahrscheinlich sind meine Parts immer 2-3 Minuten länger als bei mir angezeigt, weil ich vergesse mal meinen Timer richtig zu starten. Hallo? Autsch! Uncool! Uncool! Nicht sterben! Nicht sterben! Irgendwie bei Battlefield sowas gewöhnt. Alle weg? Nein. Alle hinten immer noch irgendwo rein. Ah, da. Exekutiert. Oh, er speichert, denk. Danke. Denke. Dunkel. Ich kann schon gar nicht mehr reden, ey. Nachladen. Jetzt kann man es ja machen. Ne. Panzer! Panzer! Oh, Panzer! Bin dabei. Archangel, hier Bravo 2. Fordern Luftunterstützung an. Werden von feindlichen Panzern und Kaliber 50 Geschützen beschossen. Position 19644 Alpha. Bravo 2, Unterstützung unterwegs. Geschätzte Ankunftszeit eine Minute. Haltet durch. Das wird eine verdammt lange Minute. Verstanden, Archangel. Halten durch. Wir müssen sie abwehren, bis sie hier sind. Wunschdenken! Ja, gerne! Zum Beispiel Wunschdenken, dass die Wand noch da wäre. Ich hab Angst, dass das Haus über mir zusammenbricht. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Nicht jetzt in diesem Let's Play, als ich privat gespielt habe. Nein, 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 ach du Depp! Aber in 30 Sekunden können wir uns nirgendwo mehr verstecken! Och, wechsel auf das Teil! Okay, Bravo. Unterstützung ist unterwegs. Ihr müsst das feindliche Fahrzeug manuell markieren. Wiederhole, ihr müsst das feindliche Fahrzeug manuell markieren. Habe ich kein Problem jetzt. Markiert mit einem Feldstecher. Hallo? Da. Hier, 061, sind noch 2 Meilen entfernt. Rohre sind geladen. Beeil dich, Marlo. Hab ich schon. Ziele bestätigt. Abwurf in 3. Jawoll! Ciao, Panzer! Das wird Spuren hinterlassen! Jawoll! Vielleicht kommt langsam wieder... Ziele getroffen, Volltreffer! Frohe Weihnachten, Bravo 2! Mann, das war wunderschön! Danke! Los! Das Fahrzeug des Ziels muss vor uns sein!
Ich meine, wir hätten uns ja nicht schon noch andere 5 Fahrzeuge nehmen können. Nein, es muss genau dieses eine sein. Das wäre wo? MG in dem Haus! Welchem Haus? Ah, da! Oh, das ist so ein... Das ist der Gegner, glaube ich. Da geht's kaputt. Hä? Granata! Ballaboom. Jetzt schön in Deckung gehen. Weil... Oder ich muss das erst ein bisschen triggern. Da kommen sie. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich das Spiel kenne, oder? Nee, glaub nicht. Die greifen auch von der Seite an, oder? Da war doch was. Ja. Unsterblichkeit ist schon was Schönes, was? Weil man unsterblich ist. Hallo? Da oben! Da oben! Sag mal! Einfach nochmal hinterher. Ich bin gewohnt, immer G zu drücken für Granate. Und F für Nahkampf. So, das ist Nahkampf. Ja, genau, so geht das. Man könnte jetzt auch einsteigen. Ich mach's einfach mal. Aber wir würden heillos verrecken, wenn ich das mache. Oh, weil man dann einfach viel zu schnell ist. Ach, ja, dann möchte ich nämlich eure Rückmeldung abwarten. Ist ja nicht irgendwo ein heftiges Geschütz. Au. Au. Ui, hier war ich ja noch nie. Kann man hier irgendwas Gescheites machen? Oh, man kann die Feinde schön flankieren. Ein bisschen. Und abgeschossen werden. Warum war der Typ nicht am Sprinten? Ich würde schätzen, dass das Geschütz. Was? Ah, ich sehe das Geschütz. Jetzt sehe ich's. Das war Glückstreffer. Das war einfach nur ein scheiß Glückstreffer hier. Das regt auf. Toll. Aua. Nein. Nein. So. Alles sauber. So schnell schon alles sauber. Ihr könnt aber schnell sauber machen. Jetzt gehen wir mal mit Granatwerfer vor. Weil... Ich kann! Mann! So. Ich mag es, wenn es nicht so schlauchig ist. Zum Beispiel das hier, wenn man einfach mal außen rumgehen kann und so ein Fahrzeug. Ich glaube, es ist zwar nicht so. Ah. Oh, das Dicke. Oh. LOL. Einfach außen rum. Warum nicht? Meine Verbindungen waren zwar noch gar nicht da, aber. Ich wollte eigentlich zum MG laufen. Die Schüssel nicht schneller? Nein, das ist ein Diesel! Halt die Klappe und fahr einfach hängen. Au! Oh, Scheiße! Was? Fahr einfach! Ja, jetzt muss ich nachladen. Danke. Mach sie kalt, bevor sie zu nahe kommen. Wir haben Bravo 2! Wir haben das Zielfahrzeug! Ganz von allen Seiten beschossen! Greifen jetzt an! Verstanden, ich war einfach das Fahrzeug. Da, treffen ist schon Wunschdenken. Ja, aber wenigstens den. Sag mal! Ja, wenigstens etwas. Der Typ hat sich selbst gekillt. Hallo. Da sind scheiß viele Fahrzeuge! Ja, das sollte man meinen. Das ist ein Kernelement von Battlefield. Ich kann ihn nicht auf der Straße halten! Fahr zu, verdammt! Na, komm schon! Oh. Jawohl, getroffen. Ah, sie kommen näher!
Jawoll! Mitten ins Cockpit. Hagrid, pass auf! Scheiße, ich kann nicht sehen! Los! Was zur Hölle? Kannst du nicht fahren oder was? Hast du denn einen Führerschein gemacht? In Finken an der Zicht oder was? Und wieder dasselbe! Mehrere Botniks im Anmarsch! Was ist Hallo? Überhaupt mit diesem Scheiß-Truck? Drück drauf! Kacke, die holen mich nicht auf! Hä? Hagrid, bring diese Mühle von der Straße runter! Hä? Man kann nicht vom Fahrzeug fallen. Ich bin echt vom echt Nein, das gefallen. Ist ein Diesel! Oh, das war jetzt aber echt nicht meine Schuld. Oh, Scheiße! Was? Fahr einfach! Mario, so. Pass auf, was hinter uns geht und mach dich kalt, bevor sie zu nahe kommen. Hab ihn getroffen? Bravo, ja, ich treffe super. Ich treffe immer besser. Ich werde immer besser im Treffen. Ey. Ja, hallo. Was wird denn immer mehr, Junge? Ja, ist doch nicht wahr. Jetzt komm. Ich schieß zu schnell, ey. Wenigstens etwas. Boah, ey. Da sind scheiß viele Fahrzeuge. Falls am Boden. Weiter am Boden, das hört man doch immer gern. Ich kann ihn nicht auf der Straße halten! Fahr zu, verdammt! So, ein gezielter Schuss ins Leere. Komm, komm, komm! Boah. Und. Her. So. Voilà. Hagrid, pass auf! Ja. Scheiße, ich kann nicht sehen! Los! Ich sehe noch viel weniger als du. Also hör auf zu meckern. Noch eins! Und wieder dasselbe! Mehrere Botnicks im Anmarsch! Was ist überhaupt mit diesem Scheiß-Truck? Drück drauf! Ach, komm schon! Die holen mich nicht auf! Hagrid, bring diese Mühle von der Straße runter! Verstanden! Wow, komm! Danke! Super gemacht! Boah, wenigstens etwas. So langsam kommt wieder meine Zielgenauigkeit von 0,02% und nicht 0,001%. Oh, Scheiße! Wow. Na los, verdammt! Hä? Wir stecken fest! Scheiße! Komm. Ach. Ich wollte ein bisschen warten, bis ich wenigstens treffe. Ja, ich kann nicht weit genug rüber. Soll das ein scheiß Witz sein? Ja, soll es. Jetzt könnte ich perfekt schießen. Jetzt komm! Scheiße. Der war zu nah. Hä? Ach so. Nee. Das war eine. Ach, ey, das tut mir leid. Ich hoffe, wir werden damit noch in dieser Folge. Nein, das ist voll Diesel. Fertig, ey. Und fahr einfach, Hagrid. Ich wusste nicht, dass man einfach nur warten sollte. Oh, Scheiße! Was? Fahr einfach! Marlo, pass auf, was ja, ich mach sie kalt, bevor sie zu nahe kommen. Würde ich gern, ich versuch's jetzt mal so. Wir haben das Zielfahrzeug! Wir haben von allen Seiten beschossen! Komm schon! Interessant, dass der. So. Fahren! Das nicht kann. Ja, komm! Du hast ihn erwischt! Ja, so erwische ich sie wenigstens. Da sind scheiß viele Fahrzeuge! Jawohl, ich glaube, ich habe sogar getroffen. Vielleicht. Weniger. Ich kann ihn nicht auf der Straße halten! Fahr zu, verdammt! Und toppala! Daneben. Déjà vu? Sie kommen näher! Nicht! Komm schon, den will ich auch mal treffen. Nicht. Hagrid, pass auf! Scheiße, ich kann nicht sehen! Los! Langsam wird's echt langweilig. Vor allem die Sequenz hat ja schon begonnen und dann. Ja, habe ich mich selbst gekillt. Und wieder dasselbe! Mehrere Botnicks im Anmarsch! Was ist überhaupt mit diesem Scheiß-Truck? Drück drauf! Kacke, die holen mich nicht auf! Ach nee, weil ihr nicht fahren könnt. Straße runter. Verstanden, Sarge.
Oh, ist doch nicht wahr. Jetzt komm. Nimm das Granatgewehr, Marlo! Mach die Kante, bevor die rankommen! Was mach ich denn die ganze Zeit? Alter! Wenigstens kann ich ballern. Nicht mehr, besser gesagt. Scheiße! Oh, scheiße! Na los, verdammt! Wir stecken fest! Bewegung! Oh, scheiße! Marlo, schieß! Das ist schön. Immer wieder schön. Hey, du Penner! Wie bin ich gefahren? Bravo 2. Achtung, da kommt ein feindliches Fahrzeug auf uns zu. Negativ, habe nicht verstanden, Archangel! Ah, drauf geschissen! Das ist meine Idee. Die Dinger sind im Tunnel. Vergiss den Truck. Los, Beeilung! Jetzt mal. Achtung, jetzt schießt! Ach nee, was macht ein Helikopter für gewöhnlich? Also, Kampfhelikopter, Militärhelikopter. Was soll das Scheiß nicht sein? Ach komm! So sollte man wahrscheinlich schießen. Oder, nee, man sollte anders schießen, man sollte gar nicht schießen. Wenigstens haben wir es geschafft. Auch wenn's nicht gerade sehr schön war am Ende. Kacke. Seid ihr noch da? Hex? Ja. Sweets? Ja! Wow. Das ist ja mal interessant. Ja. Sehr interessant. Sie haben eine Attrappe gefunden. Verdammt. Attrappe, Sir? Ein Dummy. Wir halten es für einen Test. Und wofür genau, Sir? Sie bauen eine Waffe. Was wir bisher darüber wissen, jagt uns eine scheiß Angst ein. Was wir nicht wissen, ist noch beunruhigender. Deshalb brauchen wir mehr Infos, am besten gestern. Und hier, kommen Sie... Ja. Okay. Das muss pronto erledigt werden. 9 meiner Einheiten stecken so tief drin, dass sie nicht wissen, wo oben oder unten ist. Deshalb, arbeiten Sie jetzt für uns. Tun Sie, was Sie am besten können. Seien Sie unorthodox, seien Sie tödlich. Schaffen Sie es, können Sie nach Hause. Alle können heim. Was meinen Sie mit nach Hause? Heim nach Hause, Sir? Ja. Tun Sie das für mich? Können wir, Sir. Wir haben einen Mann in Bolivien, dessen Spezialität solche Objekte sind. Er heißt Aguirre. Geben Sie ihm das. Und willkommen in der Special Activities Division. Was war das denn? Mein Ruhestand wurde gerade zurückgestellt. Das ist passiert. Wieder mal. Special Activities Division? Oh, scheiße, ja! Bolivien? Oh, einen Spaß können wir in der nächsten Folge finden. Wenn ihr es wollt. Auf Wiedersehen.